Hi guys and girls, welcome to another episode of Money Minutes. This time it's the German edition. Benjamin Simon hat mich gefragt, wie schreibe ich eigentlich meine Filme? Heute sage ich euch wie. Oh, und ihr seht schon, guck mal hier. Oh, voll die Augenringe. Gestern weg gewesen und es war doch ein bisschen lang. Also ich habe auch kein Make-up, habe ich das mal erwähnt? Ja, kein Licht, kein Make-up, deswegen sieht es heute ein bisschen nah und ein bisschen doller aus. Ertragt mich nächste Woche, vielleicht mit Make-up, mal gucken. Also, liebe Leute draußen, zeigt mir mal, wie schreibt ihr eigentlich eure Filme? Bitte in den Kommentaren und jetzt zeige ich euch mal, wie ich meine schreibe. Und zwar lese ich sehr viel Zeitung, Fiction und Non-Fiction, viel internationale Zeitungen, um zu gucken, wo passiert eigentlich was, wo gibt es Zusammenhänge, was ist zeitgeistig. Irgendwas drückt dann einen Button bei mir und ich denke mir halt so, das klingt interessant. Dann öffne ich auf dem Computer einen kleinen Ordner und in diesen Ordner packe ich erstmal meine Ideen. Wenn ich einen Film gucke, einen Screenshot, eine Einstellung, eine Figur, irgendwas, was doof an der Figur ist, irgendwas, was gut ist, irgendwas, was diesen Knopf drückt, wo ich sage, okay, das kommt in den Ordner mit dem Arbeitstitel. Und ganz wichtig ist Zeit. Nach einer gewissen Zeit, also nach ein paar Monaten oder Wochen manchmal, merkst du halt, das Thema bringt was oder es bringt halt nichts. Also du merkst halt so, es beschäftigt dich und es könnte schön werden. Du liest häufiger von Menschen Themen und dann merkst du halt, okay, ich fange halt an. Es gibt drei Akte. Der erste Akt ist Akt 1, der zweite Akt ist Akt 2 und dann der letzte ist der dritte Akt. Ganz wichtig aufpassen, alle haben nicht dieselbe Länge. Der erste Akt hat ungefähr 30 Minuten, der zweite Akt ungefähr 60 Minuten und der dritte Akt ungefähr 30 Minuten. Das heißt, man muss den zweiten Akt nochmal in zwei einzelne kleine Akte unterteilen, mehr oder weniger. Und der Übergang zwischen diesen beiden ist der Klimax. Das nächste ist, von dem ersten Akt zum zweiten Akt gibt es noch einen sogenannten ersten Plotpoint, ein großes Ereignis, was alles total ändert und die Geschichte quasi in den zweiten Akt befördert. Im ersten Akt gibt es den Inciting Incident, das auslösende Ereignis, was die Geschichte auch lostritt. Also wenn zum Beispiel jemand nach Hause kommt und eine normale Familie hat und der Mann oder die Frau eine Affäre anfängt und das alles auf den Kopf stellt, sind die ersten 10, 20 Minuten, wo der Mann oder die Frau zur Arbeit geht und die Kinder gezeigt werden, so das Setup. Und dann kommt ja ein Inciting Incident, das Ereignis, was halt die ganze Story, die du eigentlich erzählen willst, die Affäre, wie was kaputt geht oder was zerbricht zum Beispiel, in Bewegung setzt. Beim zweiten Akt gibt es natürlich in der Mitte den Climax, auch wo nochmal alles gedreht wird. Und dann gibt es den zweiten Plotpoint. Und zwar am zweiten Plotpoint launcht natürlich dann der zweite in den dritten Akt. Es gibt wieder ein Ereignis, was wieder alles auf den Kopf stellt. Die Sachen, die wichtig sind, nochmal erhöht und nochmal es schwieriger macht, für den Protagonisten sein Ziel zu erreichen. Wenn ihr wissen wollt, wie man einen coolen Charakter kreiert, der multidimensional ist, der böse ist, vielleicht gut, dann schaut gerne in meine anderen Tutorials rein, da habe ich einige Sachen drin. Und wenn ich dann angefangen habe, das grob zu gliedern, dann schreibe ich auch schon los. Ich habe dann den Plotpoint 1, Plotpoint 2, grob was im ersten, zweiten, dritten Akt passiert, wie der Anfang ist, wie das Ende. Ich fange einfach los an zu schreiben, suche mir irgendwas aus, was ich cool finde, ich habe ja schon ein bisschen recherchiert, dann schreibe ich grob erstmal alles runter. Das heißt, die Story kann zu lang sein, zu kurz sein, es gibt vielleicht Rechtschreibfehler drin. Wichtig ist, dass man einfach das zu Ende schreibt, die erste Rough Draft fertig macht, die ist nicht dolle, aber später kann man immer noch ein paar Sachen ändern und dann kommt halt die richtig, wirklich wichtige zweite und dritte Draft, wo man halt wirklich die Sachen macht, die cool sind und die halt besser werden, funktionieren und dann merkt man auch, worum es eigentlich in der gesamten Story geht, was man eigentlich erzählen wollte. So schreibe ich meine Geschichten. Bitte liked mal den Benjamin Simon, der hat wie gesagt ein cooles Babylon Berlin Special, einen Vlog drüber gemacht und ich habe ihn verlinkt in der Seite hier unten. Und ja, guckt gerne in meine anderen Videos rein, sucht euch was raus zum Thema Regie, Schreiben, Produktion, Casting, wie mache ich Social Media und ja, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, schreibt mir was, kommentiert es. Ich will hier eine kleine Community aufbauen und diese Community seid ihr. Das heißt also, schickt mir eure Fragen, fragt was ihr wollt, ich beantworte eigentlich jeden Scheiß, der mir interessant vorkommt und ja, dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann, ciao.